in Berlin hier für 3 Wochen. Und was machst du hier? Ich bin jetzt zum Arbeiten. Was genau ich hier mache, das darf ich nicht verraten. Was macht der da? Gras fressen im Zweifel oder nach irgendeiner Hasenscheiße suchen. Falls sich irgendwer fragt übrigens an dieser Stelle, warum ich laufe, als ob ich mir in die Hose geschissen hätte. Ich war vorgestern beim Sport. Das war wirklich nicht schön. Also Sport an sich war echt geil, hat super gut getan, aber ich habe so einen unfassbaren Muskelkater in meinen Oberschenkeln, das ist nicht mehr feierlich. Ich konnte gestern kaum Treppen runtergehen, so schlimm war das. Treppenlaufen finde ich bis zu einem gewissen Grad okay, aber das Ding ist, ich bin halt mega faul, weil ich in der Wohnung wohne, wo ich einen Aufzug habe. Und das ist halt echt cool. Aber Keule! Für meinen Arsch und für seinen Arsch ist das nicht von Vorteil, weil die werden immer dicker. Der kleine Hund. Also Keule, ne? Der kleine, der ist. Das ist ein Arschloch. Das ist ein richtiges Arschloch, ohne Witz. Der ist mega neidisch immer auf Jack. Wenn Jack sich mit anderen Hunden versteht, dann stichelt der so lange rum, bis Jack keinen Bock mehr hat, mit denen zu spielen. Ein bisschen wie so ein kleines, nerviges Geschwisterkind. Obwohl ist er ja auch. Komm hier! Die Hunde sind für mich das Wichtigste mit in meinem Leben. Also für mich ist es wichtig eigentlich, dass alle, die ich liebe und die mir wichtig sind, gesund und zufrieden sind. Das klingt immer total spießig und kitschig, aber es ist halt einfach so. Und die Hunde, das sind halt einfach für mich wie meine Babys. Ich habe Jack jetzt seit 7 Jahren und den Kleinen seit 3. Und ich könnte mir ein Leben ohne die nicht vorstellen, ohne Scheiß nicht. Ich möchte da auch gar nicht drüber nachdenken, weil dann heul ich wieder. Das will keiner sehen. Bist du so sentimental? Ich bin super sentimental, ja. Ich heul bei jedem Scheiß. Wirklich, also ich finde das immer so, sobald ich, meistens heul ich aber, Jack, komm mal hier hin. Meistens heul ich aber, wenn ich irgendwas sehe, was mich so, wenn ich mich so für andere freue oder so. Hier diese ganzen TV-Formate und sowas, wo dann Leuten geholfen wird und sowas. Das finde ich super toll. Und wenn die sich dann am Ende immer alle freuen, dass denen geholfen wurde und alle glücklich sind und so. Da sitze ich da immer und bin nur am Plärren wie so ein kleines Kind. Aber weil ich mich halt freue für die. Hörst ich finde das? Aus Freude... Hörst du das Plärren? Ja, ich höre das Plärren. So eine Art? Nein, mit weniger Geräuschen. Nee.